Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zum heutigen Video. Heute schauen wir uns die Steelbook Collectors Edition zu Inglourious Basterds aus Italien mal aus der Nähe an. Von außen sieht das gute Teil so aus. Es handelt sich um ein Steelbook im Full Slip plus Goodies. Das Ganze soll auf 1000 Stück limitiert sein. Hat 39,99 € gekostet und beinhaltet eine 4K UHD und eine Blu-ray. Und ich würde sagen, alles Weitere besprechen wir jetzt direkt in der Nahansicht. Wir machen gar nicht lange rum. Ich wünsche euch viel Spaß in den folgenden Minuten. So, meine Freunde, da sind wir auch direkt mit der Edition. Wie gesagt, das Ganze kommt aus Italien. Sieht man auch hier am italienischen Schriftzug, aber ist nur auf einer Banderole. Die versuchen wir jetzt mal schadenfrei abzumachen. Dann ist hier wieder so leicht mit Klebepunkten angebracht. Geht aber relativ simpel ab. So, schauen wir uns mal an. Das soll die Edition uns bieten. Und hier unten haben wir nochmal die technischen Angaben. Also auf der 4K UHD ist kein deutscher Ton. Auf der Blu-ray soll deutscher Ton sein. Das habe ich jetzt aber noch nicht getestet. Hier steht zumindest Tedesco drauf. Ist jetzt allerdings nicht so ein Film, sage ich mal, wo ich die deutsche Tonspur unbedingt brauche, weil ja auch viele verschiedene Sprachen in diesem Film als O-Ton benutzt werden, auch im Original mit Untertiteln, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich hatte ganz vergessen, dass ich die Edition bestellt hatte und ich hatte vergessen, dass da eine 4K UHD drin ist, weil sie bei Amazon Italien als Blu-ray gelistet war. Dementsprechend sehe ich das Ganze jetzt nicht so wild. Ich weiß noch, meine erste Version von dem Film, die hatte ich mir damals auch im Original geholt. Hatte ich 0,0 Probleme gehabt, mit dem O-Ton anzuschauen. Deswegen bin ich da mit mir absolut im Reinen. So sieht dieser Full Slip von vorne aus. Ist jetzt an sich jetzt nicht unbedingt ein Highlight, sage ich mal, in der Full Slip Ära, nennen wir es mal so. Also er ist matt gehalten, hat keinerlei Spotlack-Lackierungen oder Glanzeffekte oder Prägungen oder sonst was. Einfach nur ein Pappschuber mit Bildchen und Schriftzug. Ich bilde mir ein, kann es sein, schaut mal beim Zimi auf dem Kanal, das deutsche Steelbook hatte doch das Motiv gehabt. Ne? Da war er, glaube ich, nicht so zufrieden damit, wenn ich mich richtig erinnere. Könnt ihr ja gerne mal beim Zimi auf seinem Kanal abchecken. Auf dem Spine sieht das Ganze dann so aus. Und hinten haben wir dann noch dieses bekannte Motiv. Oben haben wir auch noch einen Schriftzug. Und hier unten, da haben wir dann die Limitierung drauf. Ist auch eine nette Methode, das da unten drauf zu machen. Hier steht es nochmal limitiert auf 1000 Stück. Und Nummer 55 habe ich dann scheinbar. Kommen wir mal zu den inneren Werten. Legen wir mal alles zur Seite und gucken mal da rein. Das erinnert an die altbekannten großen Full-Slip-Hersteller aus dem Ausland. Wir haben hier einen Umschlag, wie man es heutzutage gerne macht, in dem wahrscheinlich Artcards im Inneren vorhanden sind. Die kann man hier rausholen. Schauen wir uns mal an. Glänzende auf Pappe. Allerdings auch hier wieder nur ganz normale Szenen aus dem Film. Da bin ich ja immer so ein Kritiker davon. Na, ich sage immer, wenn man Artcards macht, kann man gern auch mal so Postermotive oder sowas benutzen. Einfach Szenen aus dem Film. Bin ich jetzt persönlich nicht so der Freund davon. Ich meine, was hat man davon? Hier haben wir diese Spielkarten, die im Film benutzt werden, also die Charakterraten machen. Auch eine nette Idee, das so zu bringen. Hat auf jeden Fall was mit dem Film zu tun. Das war also in dem Umschlag. Dann haben wir noch ein Booklet mit einer anständigen, naja, ich weiß, die Kamera schaltet jetzt wieder nicht lief, so mit einer anständigen Seitenanzahl. Können wir auch mal durchblättern. Ich will es jetzt nicht allzu viel biegen. Text ist in Englisch, also keine Angst, da ist nichts Französisches drin, Französisch, da ist schon Italienisch schon drin. Falls jemand bei Zavi die Steelbook Collectors Edition gekauft hat, kann er ja mal sagen, ob die sich irgendwie hier ähneln in vielen Bereichen.
Also kann man auch absolut nicht meckern, finde ich. Und jetzt kommen wir natürlich zum Steelbook. Das wird die meisten natürlich interessieren. Hier haben wir diese Variante. Die gab es ja schon mal. Ich glaube, von was für einem Steelbook gab es die? Kanada oder sowas? Best Buy Kanada. Ist in Hochglanz gehalten. Und hier sehen wir, der Schriftzug ist tiefengeprägt. Das finde ich sehr nice. Im Allgemeinen, wenn ich mir das jetzt so mal aus der Nähe angucke, hier drüben, das sieht man jetzt leider gar nicht, da ist so ein bisschen fleckig. Ich weiß es nicht, ob das vom Motivdruck hier ist, hier an der Seite. Sieht aus, wie wenn da so Aufkleber drauf gewesen wäre, die man nicht richtig abgemacht hätte. So könnte ich das jetzt beschreiben. Aber so gesehen, so finde ich das schon mal recht nice, auch mit der Tiefenprägung, wie gesagt. Und hier hinten haben wir auch noch ja, einen Hochglanzdruck auf der Rückseite. Und im Inneren haben wir dann hier die Disc, das ist die 4K UHD und die Blu-ray Disc. Und dann haben wir hier noch so zwei Poster aus dem Film als Hintergrund. Das gefällt mir persönlich jetzt auch sehr gut. Schärfe und Farbdruck kann sich sehen lassen, wobei mich da immer interessieren würde, ob man das jetzt vielleicht noch ein bisschen knalliger und deutlicher hätte drucken können. Aber im Grunde genommen bin ich damit zufrieden, was man hier sieht. Also das D-Book gefällt mir recht gut. Wie gesagt, hier diese kleinen komischen, ich will es jetzt nicht Mängel nennen, aber es ist auch hier oben so, hier ein bisschen an der Seite. Seht ihr das hier? Ich weiß halt nicht, ob das so ist. Ich meine, es war jetzt nicht eingeschweißt oder so, das Steelbook nochmal. Die Edition an sich natürlich schon. Das irritiert mich jetzt nur ein bisschen, weil es zieht sich hier so den ganzen Rand so runter. Diese komischen Macken hier. Bis hier unten zieht sich das hier so runter. Und für die ganz Pingeligen ist das hier natürlich schon gar nicht schön, ne? Wenn ich das jetzt schon sehe. Aber so gesehen ist es das beste Steelbook, was ich bis jetzt habe vom Film. Und da kann man jetzt nicht meckern. Also für 40 Euro bekommt man dann bei uns so ein, wird ja gerne genannt, so ein Nobody Steelbook oder ähnliches. Wenn man Pech hat. Und hier bekommt man meiner Meinung nach ein recht schickes Steelbook. Mit Booklet und diesen ganzen Goodies. Limitiert auf 1000 Stück in einem Fullslip bin ich eigentlich recht zufrieden damit. Wenn jetzt noch deutscher Ton auf der 4K gewesen wäre, wäre so das Bonbon gewesen. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich hier mit gut bezeichnen und deswegen denke ich, kann man hier mit leben. So, das soll es gewesen sein jetzt von diesem Steelbook Collectors Editionsvideo zu Inglourious Basterds. Wir sehen uns im nächsten Video, höchstwahrscheinlich mit einer Zeitreise zurück zu unseren Anfängen beim Thema DVD-Sammeln. Und vielleicht ist da die ein oder andere Limited Edition dabei, die ihr auch früher in der Sammlung hattet oder vielleicht noch habt. Das werdet ihr dann sehen im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Ciao, ciao.